Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist ein Update-Video. US-Dollar, US-Dollar schauen wir uns an. Waren hier ein paar schöne Intraday-Setups, die hier zu traden gingen. Das, ich werde auch hier mal die Fibonacci-Expansion rausmachen, dass man es besser sieht. Alles in allem befinden wir uns auch hier noch in der Konsolidierung, ganz klar. Er ist ja sehr, sehr markant an einem Widerstand abgestorben, sage ich mal. Das sind hier diese 0,7840 circa. Okay, er ist über den Daily 50er, 55er EME drüber gegangen, aber er hat trotzdem nicht den letzten Widerstand brechen können. Also das müssen wir jetzt ein bisschen im Auge behalten. Hier der H4 Timeframe, er hat hier ein kleines Gap gebildet, bricht es aber auch gerade wieder und ist ja auf dem Weg Richtung Süden. Hier war ein schöner Short-Einstieg. Das Ganze, die Stops hier über diesem letzten Hoch, also überschaubar mit sogar 50, 51, 52 Pip Stop-Loss. Ich versuche mich ja hier weiter wieder aufzubauen und spekulativ auf einen Short zu bauen. Kurze Reflexion, als wir hier durchgebrochen sind, da muss ich mal nochmal einzeichnen. Wir hatten hier so Trendlinien eingezeichnet. Ich würde jetzt bloß mal die zwei nehmen. Wir hatten insgesamt drei. Und hier hat man es auch Short immer mal probiert, ja. Also er hier durchgebrochen ist, hier ging eine Sell-Limit-Order rein, ist dann hier wieder rausgenommen worden, als der Kurs es nicht geschafft hat, das bisherige Jahrestief wirklich nachhaltig zu brechen, beziehungsweise diesen grünen Unterstützungsbereich, ging dann hier auch ein kleiner Long mit hoch bis zur Trendlinie, war nicht viel, 100, 110 Pip. Und hier oben an dem Widerstand bei ca. 0,7720 wurde dann wieder eine Order geholt, H4 200er IME, dann dieses Trendlinienbündel und der Horizontalwiderstand. Ist auch bloß bis hierher gelaufen, ich habe es dann auch wieder rausgenommen, als es hier wieder nicht geschafft hat zu brechen. Okay, das sind immer mal 100, 150, 160 Pip, die man sich hier mal rausholt, aber natürlich nichts, was ich sonst immer so mag mit 500 Pip-Geschichten etc. Also da ist noch sehr, sehr viel Volatilität drin. Im Markt, ich hatte hier auch vorgeschlagen, bei den nächsten Widerständen sollte der Kurs hochkommen, kann man es wieder mit einer Position versuchen, wer denn unbedingt oberhalb des Ausbruchs jetzt traden möchte, Short. Auch hier ist auch bei mir aktiviert worden, aber entsprechend auch wieder hier aus dem Markt genommen, als es wieder nicht geschafft hat, ein bisschen weiter oben, also das waren dann bloß noch, was ist hier raus, ja, vielleicht abzüglich des Spread dann vielleicht noch 20 Pip, die hier im Plus raus sind, aber wenigstens kein Verlust, das ist ja jetzt auch kein großartiges Drama. Auch hier müssen wir jetzt beachten, was er im Bereich der 0,77 bis 0,7740 circa macht, beziehungsweise bei diesen Trendlinien. Um die Verwirrung komplett zu machen, werde ich jetzt mal schnell die Pivot Points einblenden. Genau, wir haben hier Monats- und Weekly Pivot Point. Das heißt, dieser Bereich sehr, sehr wichtig, sehr, sehr massiv als Support. Sollten wir hier mal wieder nachhaltige Schlusskurse auf Tages- und Wochenbasis sehen, dann hätten wir wieder ein schönes Short-Zeichen, gerade weil wir dann auch einen Long-Fehlausbruch über den Daily 50er, 55er IME gebildet hätten. Und das wollen wir natürlich. Das will ich natürlich, wenn ich einen Short sehen will, möchte, ja. Also, dass wir hier so einen Fehlausbruch drüber haben. Sollte er sich hier nachhaltig stabilisieren können am Daily 50er, 55er IME, dann hat er gute Chancen, hier weiter hochzusteigen und vielleicht nochmal den 080er Bereich zu treffen, beziehungsweise dieses ehemalige Ausbruchstief, ehemalige Range, das heißt sogar die 0,8030, 0,8050, sowas in dem Bereich. Beschäftigen uns aber erst damit, wenn er sich wirklich hier nachhaltig stabilisieren kann. Das Ganze sollte dann folgendermaßen vonstatten gehen, dass er sich erstens, wie gesagt, hier der Support bildet. Erstes Ziel wäre dann das bisherige Hoch bei 0,7840. Erst wenn er das gebrochen hat, nachhaltig per Daily-Schlusskurs, dann können wir auch weiter in die Long-Richtung spekulieren. Nächster Widerstand, also da bilden sich gleich mal ein paar Widerstände, die man dann für Treppensteigen-Traden nutzen kann. Das heißt, Widerstand angreifen, abprallen, Retest-Traden und so weiter und so fort. Also diese drei Zonen rücken wir dann gleich mal in den Fokus. Mache ich jetzt aber mal wieder raus, wird sonst zu viel. Okay, wenn
Sollten wir wirklich an die 080er-Zone kommen, dann wäre dort dann das entsprechende, der entsprechende neue Short-Versuch. Denn alles in allem sind wir übergeordnet Short. Diese Konsolidierung, das ist zwar heftig, das sind 250 Pip, das, diese ganze Range sind 350 Pip, aber ja, meine Güte, die RBA will will den Aussie weit unten sehen, die will den australischen Dollar weit unten sehen. Und ich glaube nicht, dass sie ihn großartig hochlassen, beispielsweise. Ja, noch oberhalb der 0,85er-Zone. Das wäre schon heftig. Denn sie haben sich auch noch den nötigen Spielraum freigelassen, die Reserve Bank of Australia, dass sie den Leitzins auch noch senken können und dass sie auch noch andere Maßnahmen in in Betracht ziehen, sollte es hier zu einer überhöhten Aufwertung des australischen Dollar kommen. Aber natürlich müssen wir es beachten, wenn wir die 0,80 auch noch brechen, dann wäre das nächste Target erst einmal der Weekly 50er, 55er EMA, dieser abwärts verlaufende Trendkanal. Alles in allem jetzt kein Drama, denn dann können wir halt so weit wie möglich oben shorten. Das wäre sogar noch feiner. Das Ziel liegt im Bereich dieser aufsteigenden Monatstrendlinie. Und wenn ich natürlich hier oben einen Short kriege, ja, beim Monats 200er EMA circa noch einmal, dann habe ich halt 1200 Pip. Oder 1000 Pip und ja, wenn ich ihn jetzt hier nur noch mal bekomme, dann ist halt bloß die Hälfte. Also böse wäre ich deswegen nicht, auf gar keinen Fall. Wäre schade um die bestehenden Short-Positionen, mit denen wir es probiert haben. Aber es geht nun mal nicht immer alles glatt im Trading. Solange wir keine Verluste auflaufen lassen, sondern eben nur kleine Gewinne machen, ist es ja auch kein großartiger Weltuntergang. Gut, also wie gesagt, nochmal der Hinweis: Wer Online-Coaching haben möchte, buchen möchte, dann bitte zeitnah über Briefkasten auf meiner Seite www.forexhome.de. Einfach Betreffzeile reinschreiben, Online-Coaching-Anfrage, kleiner Text dazu vielleicht: Hallo Peter, ich hätte gerne ein paar mehr Infos, und dann geht das alles seinen Gang. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Start in die neue Trading-Woche.